Was geht und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein Identity-System auf eurem Server installieren könnt. Dazu habe ich vor circa 5 Monaten schon mal ein Video gemacht, aber da das jetzt schon etwas länger her ist, habe ich gedacht, mache ich dazu nochmal ein neues Video mit einem neuen System und ich würde sagen, wir sehen uns in-game. So, hier sehen wir schon, wir können hier jetzt alles eintragen. Genau, das hier wäre auch das Design, relativ schlicht gehalten, die Farben können wir natürlich ändern. Hier sollte normalerweise euer Logo hin, das zeige ich euch gleich, wie man das macht. Hier tragen wir einfach irgendwas ein. Male, Female, unsere Größe und dann gehen wir auf Submit. Sprache können wir natürlich auch noch ändern und dann hätten wir uns erfolgreich registriert. Und genau, ich würde sagen, wir kommen zur Installation. So, als allererstes downloadet ihr euch die Datei, die findet ihr auf meinem Discord unter youtube-scripts. Wie ihr auf den Channel Zugriff bekommt, erfahrt ihr in youtube-info. Einfach da dann die Schritte machen und genau, ganz easy. Wenn wir dann die WinRAR-Datei haben, öffnen wir unseren Resource-Ordner, gehen in den ESX-Ordner rein und ziehen die Datei einfach hier rein. Das Ganze habe ich schon gemacht. Tragen das hier noch ganz schön in das Server-CFG einfach hinzu. Und dann hätten wir das System erstmal installiert. So, wir öffnen das Ganze einmal, gehen in die config.lua rein. Dann sehen wir hier, können wir schon ein bisschen was ändern. Das ist einmal die Sprache, die können wir noch ändern. Genau, hier noch das Design, beziehungsweise wo was sein soll. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Die Höhe und so weiter. Also stellt hier einfach das ein, wie ihr es halt eben haben möchtet. Und genau, bei der Sprache noch nichts umstellen. Nämlich gehen wir dafür erstmal in die Local rein. Ja, und da sehen wir schon, es gibt nur eine Sprache. Das heißt, wir müssen hier alles auf Deutsch übersetzen. Das sieht für mich aus wie Polnisch und genau, also das Wichtigste ist halt jetzt zum Beispiel, Moment, genau das hier wäre zum Beispiel wichtig, ja, weiß nicht, sie haben sich erfolgreich registriert, könnte mal hinschreiben und hier ist ja zum Beispiel jetzt alles auf Englisch, deswegen passt das eigentlich noch. Ja, genau, so Fehler und alles, das muss man halt dann übersetzen. Wusste ich jetzt leider nicht, dass da jetzt alles auf Polnisch ist, aber sollte klar gehen. Wenn man sich da mal kurz 15 Minuten ransetzt und das mit einem Google-Übersetzer zum Beispiel macht, dann sollte das klar gehen. Als nächstes gehen wir in den HTML-Ordner rein, Images, und dort sehen wir das Bild hier. Ja, okay, jetzt sehen wir es natürlich nicht, aber das hier ist das eine Bild links, wo ich gesagt habe, da muss euer Logo rein. Ganz easy, ihr packt einfach euer Logo rein und genau, das wäre es dann auch schon. Ich finde, das ist ein sehr, sehr nice System, beziehungsweise sehr schlicht aufgebaut, schön klein. Genau, ganz easy eigentlich. Und dann würde ich sagen, join auf jeden Fall meinem Discord, dort verkaufe ich derzeit sehr, sehr nice Scripts. Und dann würde ich sagen, haut rein.